Wollen die nicht hinten Fahrzeuge aufstellen? Ich guck Doch, mal eben. so. Ich halte mich an Sie, Meier, ja? Ja, alles gut. Mhm. Ja, wo seid ihr? Alles klar, gut, bis gleich. Doch hinten, oder was? Jo. Boah. Also. Ach, doch noch Sporttest heute. Wo ist denn der zweite Rekrut? Sie sind irgendwie die andere Treppe runter. Die sind die andere Treppe runter. Na gut, dann rufe ich mal O'Brien an. Er hat schon gefunkt. Meyers gehört? Nee, ich bin nicht im Funk. Er hat schon gefunkt. Er weiß schon, wo wir sind. Na, dann sind sie ja gleich da. So, wer von den Ausbildern möchte denn? Da kommen sie auch. Ja, ich setze mich aber jetzt bei dem Fahrer. Ja, ich bin Fahrer. Das ist jetzt der Zielwagen? Oder? Korrekt, das ist das Fahrzeug, das angehalten wird. Ne? Genau. So, die beiden SD-Kollegen, dann dürfen Sie sich gerne überlegen, wer Fahrer macht oder Beifahrer. Und dann dürfen Sie anfangen. Durch Fahrer machen. Gehen Sie bitte in den Ausbildungsfunk, falls Sie da noch nicht drin sein sollten, und funken Sie dann auch. Ja. Chiefs, für Sie vielleicht auch interessant in den Ausbildungsfunk. Bin da ich schon drin, habe ich mich schon, so. Hab ich mich okay, schon angemeldet. Klar. Perfekt. Danke für den zusätzlichen Input oben. Ja. Ich denke, als Außenstehender ist das nicht so leicht, aber... Das ist nicht falsch, ich möchte da ja auch keinem... Jetzt? Niemandem in den Rücken fallen, wissen Sie? Buffalo vor uns bitte einmal anhalten. Ich verstehe nicht, warum man das und das andere nicht in einer praktischen und draußen auf der Straße macht. Bitte auf die Beifahrerseite sich stellen. Aber gut, das ist nicht mein Thema. Streife 3, 10-12. Hallo. Einen wunderschönen. Ich stelle mich einmal vor, ich bin die SD-12 Grey. Ich hätte gerne einmal Ihren Führerschein und Ihren Personalausweis gesehen. Muss ich mal schauen, wo ich den versteckt habe. Puh. Jo. Ich brauche den von der Dame. Frau Bella Bianca. Führerschein, Moment. Ja, das ist natürlich jetzt weird für mich hier. Bei mir und so. Einmal bitte das Handy wegpacken, der Herr. Jo, warte mal kurz. Dann werde ich einmal kurz eine Personenkontrolle von Ihnen machen und dann bin ich gleich wieder bei Ihnen. Geben Sie mir das Handy bitte. Alles klar. Ja, hier. Danke. Kriegen Sie gleich wieder. Ich glaube, damit würde ich mich zufrieden geben, wenn die das hier machen. Diese Roleplay-Situation. Das ist okay. Eine 1029 für eine Frau Bella Bianca kommen. Bella Bianca hat eine geschlossene Akte wegen einer Verfolgungsjagd und illegalen Waffenbesitz kommen. Harris. Also Fahndung offen? Ja. Wer ist die 06? Negativ kommen. Roosevelt, Sie sind gerade noch im PD. Ich bin jetzt in den letzten Zügen dieser Ausbildung. Ich bin in 10 Minuten spätestens da. Kein Stress, alles klar. Danke. Ich danke Ihnen, bis gleich. Da Sie ja keine Strafen und nichts aktuell offen haben, bitte ich Sie einmal das nächste Mal ein bisschen langsamer zu fahren, weil genau deswegen haben wir Sie angehalten. Und dann gebe ich Ihnen einmal Ihren Führerschein und Ihren Personalausweis zurück. Okay, aber mein Tacho hat 80 gesagt, aber wenn Sie was anderes sagen, wäre mir das neu. Ja, das nächste Mal einfach ein bisschen mehr drauf achten.
Alles klar. Alles klar. Dann einen schönen Abend Ihnen noch. Und danke, gute Weiterfahrt. Tschüss. Ciao. Okay, das können die gerne machen. Das können die einfach machen. Das ist alles scheißegal. Dieses Szenario finde ich vollkommen nachvollziehbar. Das sollen die machen. Das sollen die ganze Zeit üben. In so Horrorszenarien auch. Da soll jemand raussteigen und sagen, mein Motherfucker, du stirbst jetzt! Bah! Streife 3, 10, 8. Mhm. Gott vergessen. Mhm. Was habe ich noch gesehen? Wie gesagt, keine 1090 nachgefunkt. Bei der 1029 stand da mit dem Rücken zur Fahrerin, hat sich dann aber nach dem Anfunken der Leitstelle dann zum Glück noch zu der Fahrerin gedreht. Mhm. Ja. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir einen zweiten Teil. Jo. Kein Feedback-Gespräch? Das machen wir dann. Machen wir einen Anschluss. So, ich mach Fahrer. Lustig werden. Wenn keiner richtet, dann mach ich mal. Dann einmal wechseln. Ja. Das wird lustig. Die Maßnahme finde ich jetzt hier super. Das ist perfekt, um Leute immer in so fiktives Szenario reinzugreifen. Richtig. Da soll ruhig mal jemand ausrasten. So ein Horrorszenario. Das kommt das jetzt. Also genau, die erste ist immer so ein bisschen locker und die zweite perfekt. Wird dann Horror. Das ist super. Das finde ich super. Das hier ist nämlich. Näher an der Praxis dran. Näher an der Praxis dran ist nur noch die Praxis selbst. Wer bereit? Genau. Also wie gesagt, die erste ist immer so ein bisschen locker zum Reinkommen und die zweite einmal dann... Anhalten und rechts ich würde übrigens vorschlagen, dass sie das Feedback-Gespräch immer sofort haben, ansonsten vergessen die, was sie falsch gemacht haben. Hatten wir sonst eigentlich auch, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert. Weil sonst, also ich meine, das ist ja jetzt schon gut. Nur einer aussteigen. Aber jetzt vergisst er vielleicht, weil die Situation ja jetzt extremer wird. Der Fahrer, bitte. Das ist natürlich eine sehr extreme Situation jetzt hier. Ja, der fährt mich manchmal. Aber er ist ja, nicht gut. Am Steuer, oder? Das ist ja also unangenehm jetzt. Der Fahrer aussteigen. Hat schon längst die 1090 funken müssen. Steig ein wahrscheinlich. Na, zumindest hat die Waffe wieder weggesteckt. Okay, alles gut. Mein J, ey, immer dieselbe Pisse mit euch Wichsern hier. Streife 3. Ich glaube, das ist näher an der Realität, als du uns lieb ist. Da kommt immer drauf an, wen sie antreffen, ne? Naja. Wir müssen mal die betrunkenen Kontrollen guten sehen. Guten Tag, der Herr. Ja, guten Tag können Sie sich sonst wohin schmieren. Was wollen Sie von mir? Das finde ich super. Das finde ich super. Da bin ich Fan von. Wir wollen hier eine allgemeine Verkehrskontrolle machen. Ihr Name ist was? Ihr Kollege hat so laut gesprochen. Hartmut. Hartmut. Ist die 25. Gibt es auch einen Weichmut? Nein. Einmal bitte einen Ausweis und Führerschein, bitte. Ich spiele einen Ausweis. Warte mal, ich muss kurz gucken. Das Handy jetzt wegpacken, oder ich muss ihn für die Maßnahme abnehmen. Wo habe ich den Ausweis? Wissen Sie, das ist immer das Problem, weil das Portemonnaie ist so voll, verstehen Sie? Ja. Und da ist nicht nur Geld drin. Auto nicht abgeschlossen. Wollen Sie jetzt darauf anspielen, dass Sie was drin haben, was nicht reingehört? Ach, ist ja auch egal, worauf ich anspiele. Ich habe meinen Ausweis gefunden. Der Beifahrer bitte schön. Wird jetzt Handy wegpacken. Geben Sie den mir. Kommen wir zum MRPD. Muss das unbedingt sein? Ich bin unterwegs, ich bringe noch Kumpels. Geben Sie mir doch einfach den Ausweis, dann können wir das ganz in Ruhe klären. Komm, wir wurden angerufen. Ja. MRPD. Sie tun sich damit nur selber Probleme. So. Mein Gott. Hier. Haben Sie jetzt Verstärkung gerufen oder was? Ja. Ja. Danke. Und jetzt einmal den Führerschein bitte. Weil der Beifahrer die ganze Zeit telefoniert. Führerschein muss ich auch noch. Wofür brauche ich denn Führerschein? Ja, damit ich weiß, dass Sie überhaupt Auto fahren dürfen. Nee. Damit ich weiß, dass ich Auto fahren darf. Man könnte jetzt vielleicht auch nochmal, um das ein bisschen strenger zu machen, noch ein bisschen durchfunken nebenbei, weil der Funk läuft ja auch. Nee, unser Kumpel hat. Haben Sie das gesehen? Setzen Sie sich bitte wieder rein. Ja, das würde dann noch zusätzlich. Natürlich eine unheimliche Belastung gerade. Was für ein Szenario. Unglaublich. Eingeschrieben. Genau da müssen wir hin. Mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Müssen wir nicht gleich so eskalieren hier? Einmal Hände hoch machen, bitte. Oh mein Gott. Ich werde sie jetzt nämlich durchsuchen. Hi. Für eigene Sicherheit werde ich hier erstmal Handschellen anlegen. Eigene Sicherheit. Was habt ihr denn jetzt schon gemacht? Ich glaube, meine Sicherheit ist besser, wenn ich keine Handschellen habe. Kann ich für meine Sicherheit ganz gut selber sorgen. Was ist denn das da in der Hinterhand? O'Brien, macht immer noch den 1090?
In meinem hinteren Gürtel. Ist doch schon da. Was haben sie da stecken? Das sollte die Zinne sich sein? Ja, weiß ich nicht. Sie haben doch schon eine Brille auf. Können Sie das nicht richtig sehen oder was? Da haben sie was sie nehmen, was sie nicht hinweisen. Oder haben sie dafür den Schlitten unterlagen? Ach gut, da kann Maya mal seinen ganzen Frust rauslassen. Alles unterlagen. Stress. Wo ist Ihre Lizenz dafür? Welche Lizenz wollen Sie denn sehen? Ja, Ihre Waffen. Ja, dann müssen Sie mir vielleicht mal die Handschellen abmachen. Nein. Sagen Sie mir, wo das ist. Ich hole es raus. Meine Waffenlizenz, ne, ist in meinem Portemonnaie. Da, wo ich das andere, wissen Sie, da an meinem Finger dran, quasi. Ich fahre bitte einmal das Handy weg. Die folgen mir einmal bitte mit ins Auto. Kommen Sie mit, nehmen Sie Ihren Arm. Mein Gott, immer dieselbe Scheiße. So, ich mache Ihnen einmal die Tür auf. So, einmal wieder einsteigen. Festgenommen und da sind gerade, der Beifahrer ist jetzt als Fahrer eingestiegen und da sind jetzt noch zwei Personen dazugekommen. Sehen bitte mal die Richter vor. Ja. Und jetzt Spritzfahrt oder was? Oder wo geht's jetzt hin? Jetzt der Piero Beer Beach Club, ich hab Bock auf Saufen. Das können Sie gerne nachher machen. Wir werden jetzt erstmal bei dem APD fahren. Kommt die Miranda-Warnung jetzt eigentlich? Die Miranda-Warnung kommt jetzt, genau. Ich hab gute Konzentration da. Ja, das glaube ich. 3 für 3. Aber die Miranda-Warnung ist ja, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, im Gesetzestext nicht verankert. Das ist nur eine alte Dienstanweisung, dass diese durchgeführt wird. Sie haben aber das Recht auf einen Rechtsbeistand. Haben Sie diese Rechte verstanden? Ja, was mache ich, wenn ich mir den nicht leisten kann? Sie wissen doch ja nicht, ob ich Kohle dafür habe. Sollten wir vielleicht beim DOJ mal fragen, ob wir die zukünftig als optional ansehen sollten. Gibt es da rechtliche Probleme, dass vielleicht Tatverdächtige sich diesbezüglich mal aus dem Gefängnis gewuselt haben oder aus der Zelle? Nein. Dadurch, dass es halt nicht rechtspflichtig ist, die Miranda-Warnung vorzulesen. Ist sie nur noch Dienstanweisung? Nur noch Dienstanweisung, okay. Also nicht mehr im Gesetz verankert, die war mal verankert. Fantastisch. Und jetzt ist sie nur noch Dienstanweisung. Also es ist rechtlich dann nicht problematisch, wenn ein Officer das verpeilen. Ich glaube, wir lassen mir auf. Mach mal. Ja. Was bremsen Sie denn so hart, ey? Madaki! Entspann dich mal bitte! Das können Sie ab. Komm, ich helfe einmal raus. Oh Gott! Madaki! Mach ein bisschen Handstellenlose. Bind dir mal die Schuhe. Oh, das ist nicht ganz so fest. Kann man sich nicht angucken bei dem Schnürsenkel. Ja, wo geht's denn hin jetzt? Ja. Kopfschmerzen, oder? In den Zellen. Ja. Ich dachte, wir gehen saufen. Nee, das können Sie danach machen. So, wo ist denn die Zelle? Einmal hier folgen. Die ganze Education-Frustration. Dann einmal zur Wand drehen, bitte. Ich werde Ihnen jetzt die Fesseln lösen. Werden Sie sich wehren, werden wir uns auch wehren. Einmal umdrehen, bitte. Ich stehe doch zur Wand. Die sollen sich mit dem Gesicht zur Wand drehen. Dann sagen Sie es doch. So, wie gesagt. So, da habe ich Ihnen schon abgenommen. Weitere Sachen sind nicht in der Tasche. Und... Und tschüss. Also das fand ich gut. Das fand ich tatsächlich gut. Der theoretische Teil ist absoluter Abfall. Also komplett in theoretische Prüfungen weglassen, nur anhand der Praxisprüfung bewerten. Nur anhand dieser Sache. Das ist nämlich richtig geil. Das macht auch Spaß. Denn das ist halt einfach auch nicht einfaches Ablesen, sondern das macht wirklich Spaß. Ja, das war tatsächlich nice. Das war tatsächlich von vorne bis hinten nice. Da kann man auch drauf aufbauen. Alkohol, Waffengewalt,
also wirklich eskalieren, auch in Härtestufen. Das ist einfach auch durchfunken, nebenbei irgendwie Leitstellenfunks reinmachen. Das ist mega gut, weil damit sind die Leute halt auch mal in einem Szenario, wo man sich wirklich ein Bild davon machen kann. Ne? Da können sich Ausbilder, da hat jeder Spaß dran. Da ist keiner abgefuckt. Da hat jeder Spaß dran. Ja, aber ich hatte ja extra gefragt, ob die Fahndung offen ist und die war nicht offen. Ja, aber bei offenen Akten müssen wir die immer mitnehmen. Es war aber eine geschlossene Akte. Es war alles gut. Okay. Okay, dann habe ich was fehlinterpretiert. Ja, ja, er sagte eine geschlossene Akte, Verfolgungsjagd und illegale Waffen. Ja, dann hätten wir aber wenigstens eine Grundlage gehabt, um eine Durchsuchung durchzuführen, oder nicht? Irre ich mich da? Ach so, ja, es würde ich darf das nur auf konkreten Verdacht eine Durchsuchung. Maja, kommen Sie kurz mal vor. Okay, gut. Mhm. Nicht einfach so oder weil man es mal machen möchte, ja, gut, sondern man muss einen konkreten Verdacht haben. Okay, ich dachte, das ist ja schon gegeben, weil der. Ich habe jetzt drin noch einen Polizisten, mit dem ich sprechen muss vom S-Team. Ich will ihn nicht so lange warten lassen, er wartet schon eine halbe Stunde. Für mich kurzes Feedback: Theorie, lassen Sie das. Praxis war fantastisch. Da können Sie sich so viel besser austoben. Außerdem hat man richtig gemerkt, dass Sie bei der Education auch schon einiges gelernt haben, auch als. Sagen wir mal, Betroffener in einem Fahrzeug. Ja. Aber das mit der Theorie gefällt mir gar nicht. Sag ich Ihnen ganz ehrlich. Ich sehe da keinen Sinn drin, aber das mit der Praxis war fantastisch. Fantastisch. Da kann man mich auch richtig ausrasten. Funk rein. Alkoholisierung durchspielen. Man kann Szenarien schaffen, wo die Leute sich wirklich unwohl fühlen. Die haben ihr Fahrzeug vergessen abzuschließen. Man hat richtig Probleme gesehen. Das war großartig. Das davor hat mir nicht so gut gefallen. Aber die Praxis, das machen Sie die Praxis. Machen Sie die Praxis so. Ja gut, das ist dann mal Feedback. Ja, Theorie, ja. Theorieprüfung, aber Praxisprüfung, da wird Ihnen jeder, da haben die Rekruten Spaß bei, da haben die Ausbilder Spaß bei und dann lernt man tatsächlich noch was. Weil mit dieser, Zuckerbrot und Peitsche dann eher nicht. Ja, gut. Ja? Wie der Herr wie heißt er denn jetzt? O'Hara? Der SD-Kollege. Nee, nicht O'Hara. O'Brien heißt O'Brien. Er. Ich kann ihn da sogar verstehen und ehrlich gesagt bin ich auch auf dem Standpunkt von ihm, dass er halt sagt, naja, die brauchen das vielleicht nicht für den Streifendienst, aber die sollen halt einfach zeigen, dass die sich auch durch sowas zumindest ein bisschen durchbeißen. Und die sollen ein bisschen Biss zeigen, verstehen Sie? Das war der Sinn hinter der Theorie. Aber gut. Ich habe das erstmal soweit notiert. Tun Sie mir den Gefallen. Und erfahren Sie, wie viel aktiver Rekruten bei einem ausschließlichen Praxistest teilnehmen werden. Und außerdem kann man dann diese abgehobenen kleinen Sträuche, die denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, hier mal auf eine richtige Probe stellen. Ja, also wenn Ihnen so ein Perez sagt, er will das nicht machen, er kennt das alles schon, dann fordern Sie ihn immer hier heraus. Zeigen Sie ihm, wo sein Platz ist. Jo. Das können Sie hier nämlich viel besser. Und da hat jeder Spaß bei. Ansonsten hat mir das wirklich gerade sehr gefallen. Sehr gut. Na, dann kann man doch damit arbeiten. Fantastisch. Wir unterhalten uns sicherlich nochmal dazu. Ich muss jetzt zu dem Officer. Machen Sie das. Danke für die Einweisung. Ja, die sind halt, also in dem Fall, wenn es darum geht, ja, aber wir haben das schon immer, die sollen sich mal durchbeißen. Ja, aber das ist ein fucking Hobby, Bruder. Die sind hier nicht, um nach dem Dienst in den Dienst zu gehen, sondern die sind hier, weil sie mal ein bisschen gucken wollen, weil sie so tun wollen, als wären sie Polizisten und nicht lernen wollen, wie es tatsächlich ist, Polizist zu werden. Also wirklich. Ist denn der Roosevelt da vorne? Roosevelt! Jawohl. Wir haben miteinander gesprochen und der Kollege richtig. Vorhin auch schon da gewesen. Ja, richtig. Chief. Jetzt kriegen wir sie aber auf jeden Fall ran. Sag ich Ihnen ganz ehrlich. Und das freut mich. Weil sie vorhin schon da waren, werde ich mit Ihnen anfangen. Roosevelt, nichts gegen Sie. Alles aber gut. Aber wer zuerst kommt, mal zuerst. Hä? Kommen Sie rein. Schönheit vor Alter, Crow. So, Officer, Ihr Name nochmal? Jason Crow. Crow.
Officer Crow, Sie haben sicherlich mitbekommen, ich habe gestern das Amt des Chief of Police angetreten. Und im Rahmen dieser Veränderung im Polizeidepartement möchte ich mir euch bei jedem Polizeiofficer zumindest in einem Gespräch kurz vorstellen. Wir lernen uns kurz kennen. Ich kann Ihre Situation ein bisschen besser einschätzen. Sie wissen, was ich so mache, wie ich arbeite und können eventuell für sich auch mal den einen oder anderen Wunsch äußern. Welchen Rang bekleiden Sie bei den Sheriffs? Ich bin Corporal, also quasi das Äquivalent zum Police Officer 3. Sie sind Corporal, also PO3. Crow. So, muss ich mal kurz aufschreiben hier. Mhm. Gut, wie lange sind Sie schon beim Department? Ende Dezember, Anfang Januar. So ungefähr. Ende Dezember, Anfang Januar. Schon immer beim Sheriff Department? Ja, von Anfang an tatsächlich. Gab für mich damals auch keine Alternative, weil ich nicht so der Großstadtmensch bin. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wieso? Ja, wie schon gesagt, ich bin nicht so der Fan von der großen Stadt. Ich mag die Menschenmasse einfach nicht. Das liegt bei mir vielleicht ein bisschen auch durch meine Army-Zeit, dass ich da ein bisschen vorbelastet bin diesbezüglich. Aha, Sie haben gedient? Ja, 12 Jahre Delta Force. Ah, fantastisch. Gut, das heißt, Sie haben so ein bisschen das Sheriff's Department ausgewählt, weil das für Sie, ich würde sagen, ruhiger ist? Nee, ruhiger kann man jetzt so nicht sagen, aber man hat nicht diese Menschenmassen. Also wenn wir oben was haben, dann sind es Aufläufe von so, keine Ahnung, Maximum 10, 20 Personen und nicht wie in der Stadt, wenn dann noch ganze Schaulustigen dazukommen und da wird es immer mehr und immer mehr und die verstehen, worauf ich hinaus will. Verstehe ich. Ist natürlich bei uns aber auch immer verhältnismäßig, also hängt davon ab, das kann man nicht immer sagen. In der Stadt ist, ich würde Ihnen zustimmen, mehr los, aber das heißt nicht immer, dass man mit 25 Leuten zu tun hat. Ja, natürlich nicht. Wir sind ja auch oft genug hier in der Stadt mit zur Unterstützung. Ich meine, ich bin allgemein auch öfter mit hier unten, weil ich auch Mitglied des WOTS bin. Ah ja, fantastisch. Bei Brown. Genau, bei Brown. Den habe ich noch nicht gesehen. Also Gut. Ich habe kein Problem damit, in der Stadt zu arbeiten, aber mir gefällt es auch einfach im Norden besser. Gut. Das heißt, darum sagen. Würden Sie sagen, dass Ihr Einsatz, dass der Einsatzbereich oder der Ablauf des Einsatzes sich vom Sheriff Department nicht viel zum Polizeidepartement unterscheidet? Also dass es eigentlich die gleiche Arbeit ist? Die gleiche Arbeit? Nö, die gleiche Arbeit theoretisch ist es schon. Ich meine, das ist beides der Exekutivdienst in Los Santos. Hm. Ob man jetzt halt oben irgendwelche Kriminellen hat, Überfälle auf irgendwelche ehrbaren Bürger hat oder hier unten, das ist im Grunde genau dasselbe. Die Vorgehensweisen, sage ich mal, unterscheiden sich leicht, weil wir im Norden einen anderen Ton auch gegenüber den Leuten haben, beziehungsweise die Leute gegen uns. Also wenn da oben mal der Ton ein bisschen ruppiger wird, dann stören sich weder die Officer dran, noch die Bevölkerung. Im Gegenteil, die freut sogar. Die Bevölkerung freut das, wenn sie einen ruppigeren Ton haben? Tatsächlich, ja. Also bei uns im Norden ist halt kein Problem, wenn man mal Pfeife am Kopf geschmissen kriegt. Wo ich dann schon manche PD-Kollegen hatte, die deswegen dann, ja, ich zeig sie an wegen Beleidigung oder sowas, ist halt bei uns dann oben so ein, ja, schön, danke. Salopp gesagt. Verstehe. Okay. Sagen Sie, wenn ich Ihnen anbieten würde, oder wenn Sie mir sagen würden, was es für Probleme gibt im Sheriff Department oder im Polizeidienst allgemein, was würden Sie da sagen? Also sprechen Sie ruhig offen, ich muss mir ein Bild davon machen, Ihrer Einschätzung nach. Probleme ist vielleicht tatsächlich, zumindest beim vorherigen Chief, so ein bisschen die Kommunikation zu der oberen Etage hin. Mhm. Ob es jetzt dann beginnend beim Fuhrpark ist, den ich oben beim SD zum Beispiel verwalte, dass dann mit den Fahrzeugen irgendwas nicht hinhaut, oder wegen mal einer anderen Uniform. Ich meine, wir hatten tatsächlich auch schon mal gesagt gehabt, vor allem für die heißen Sommertage wäre eine etwas kürzere Uniform ganz praktisch. Mhm. Da warten wir jetzt seit Monaten drauf. Mhm. Früher hätte ich noch gesagt gehabt, dass untereinander zwischen SD und PD, aber das hat sich mittlerweile schon sehr, sehr gut gebessert. Auch diese Streitigkeiten zwischen, ja. Hey, Moment, ich muss ganz kurz mal ans Telefon. Harris? Alles gut. Ja, hallo, Harris, hier ist ein Cooper. Ich habe eine Frage. Und zwar wurde mir gesagt, dass Sie den Einstellungen Bewerbungsgesprächen machen. Ja. Und ich habe hier einen sehr, 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 sehr kompetenten Persönlichkeit vor mir. Eine junge Dame, die weiß auf jeden Fall, was sie tut. Und die hat doch schon mal. Setzen Sie die junge Frau in den Eingangsbereich. Wie ist der Name? Claire Mitchell ist der Name. Hm. Ja. Ich kümmere mich da gleich drum. 15 Minuten maximal. Alles klar. Weiß Danke. Ich Bescheid. Dann schön Sie, Crow. Alles gut, kein Problem, Chief. So, also Kommunikation haben Sie gesagt.
ja, zwischen den Führung, nenne ich es jetzt mal, und den normalen Streifendienstlern. Kommunikation. Beziehungsweise halt auch eventuell zwischen der Chief-Etage und der Commission-Etage, aber das ist eher ihre Baustelle als meine. Gut, Kommunikation ist natürlich schwierig, wenn man Departments, die ungefähr das Gleiche macht, voneinander trennt. Wissen Sie, was ich meine? Sie haben einen eigenen Leitstellenbereich, Sie haben eigene Kompetenzen, beziehungsweise Sie haben einen eigenen Bereich, den Sie Sektoren abgreifen. Sie haben so ein bisschen ihre Eigenheiten, machen aber die gleiche Arbeit. Darum ist Kommunikation natürlich ein Schwerpunkt, an dem man arbeiten muss. Ja, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, aber ich würde jetzt tatsächlich behaupten, dass die Kommunikation zwischen den Departments hervorragend läuft in letzter Zeit. Mhm. Also wir hatten tatsächlich Probleme diesbezüglich vor mittlerweile schon etwas längerer Zeit, wo sich dann eben die Streifen beschwert haben, dass das jeweils andere Department bei ihm im Streifenbereich gewildert hat, möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Aber das ist, wie gesagt, schon passé mittlerweile. Mhm. Und wenn wir oben eine Verstärkung brauchen, dann kommen auch die PDler und umgekehrt. Also ich würde auch für jeden hier im PD eine Kugel einfangen und umgekehrt, soweit ich die Kollegen kenne, auch. Das geht also gar nicht, darum geht es gar nicht. Also die Kommunikation zwischen den Departments, dass die sehr, sehr gut ist, okay. Aber es geht immer besser. Was aber für mich aus der Perspektive zu betrachten ist, weil wenn ich zwei Departments habe, ja, dann habe ich die aus Gründen, die auf Basis der Arbeitsweise da sind. Das heißt, eventuell sind ein anderer Schlag Menschen im Norden, eventuell muss man anders herangehen und das haben sie auch schon bestätigt. Da kann man ruhig mal ruppiger sein. Allerdings ist es natürlich immer so, dass ich mir auch Gedanken machen muss, dass es das Department insgesamt auch unter Umständen schwächt, wenn man das tut. Ja, sie wollen so ein bisschen ihre Ruhe haben. Sie haben auch vielleicht Officer, die so ein bisschen darauf bestehen, dass sie ihre Ruhe haben und dass sie ihren gewissen Einzugsbereich haben. Das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Darum spreche ich mit Ihnen. Ich habe auch noch eine Frage. Crow, seien Sie ganz ehrlich. Wenn Sie Ihre Arbeit, die Sie jetzt machen, aus dem Polizeidepartement machen könnten, aber den gleichen Einsatzbereich hätten, würden Sie es machen? Sie meinen quasi eine Zusammenlegung der beiden Departments. Ich möchte von Ihnen wissen, rein hypothetisch, ich will nur Ihre Meinung dazu hören. Sie haben den gleichen Einsatzbereich, Sie fahren gerne im Norden rum, Sie haben da Ihre Leute, die kennen Sie, Sie sind der Spezialist, Sie sind da auch schon lange unterwegs, Sie mögen Leute im Rahmen der Polizei nicht, im Rahmen der Stadt nicht, weil zu viele Menschen, allerdings greifen Sie immer wieder ein und helfen den Leuten hier aus und Sie würden, wie Sie gesagt haben, sich auch eine Kugel einfangen. Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie bereit wären, persönlich, für sich, den Einsatzbereich beizubehalten, aber aus dem Polizeidepartement zu agieren. Das finde ich tatsächlich ein relativ schwieriges Thema, Chief. Schon allein, also ich weiß ja nicht, ob Sie dann beabsichtigen würden, das Sandy-Department so stehen zu lassen, wie es ist, oder ob wir dann alle von hier unten agieren müssten, was ja dann auch wieder die Anfahrtswege verlängern würde und so. Und ich muss tatsächlich gestehen, dass ich sehr, sehr gerne die Sheriff-Uniform trage und auch sehr, sehr gerne auf das Sheriff bestehe, beziehungsweise das Sheriff mag. Ich meine, ja, wie Sie schon sagten, im Grunde ist es dasselbe, aber ich betitel mich halt auch lieber als Sheriff, als wie als normalen Police Officer. Verstehe. Gut. Danke für Ihre offenen Worte, das ist wichtig. Ich muss das hören. Sehr gerne, dafür bin ich da und ich nehme kein Blatt vom Mund. Sehr wichtig, Grow. Wenn Sie sich noch was wünschen würden, Sie haben jetzt Kommunikation gesprochen, gibt es noch irgendwas, was Sie verbessern würden? Derzeit oder jetzt so spontan fällt mir diesbezüglich nichts ein, Chief. Gut. Crow, gut, Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ich werde jetzt noch mit Ihrem Kollegen sprechen und dann können Sie zusammen wieder hochdonnern. Sehr gerne. Alles klar, wenn Sie was haben, meine Tür steht offen. Ich weiß, ich bin mal viel unterwegs. Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Alles gut, dafür sind Sie Chief. Aber ich versuche mein Möglichstes, ja? Alles gut. Roosevelt. Jawohl. Kommen Sie. Ich komme. Ich hoffe, Sie mussten nicht so lange warten, Roosevelt. Ah, alles gut. Haben Sie sich einen Kaffee gezogen? Natürlich. Natürlich. Schmeckt nicht besonders. Ja, ist der Automatenplörre. Gut. Roosevelt, Sie haben es vielleicht mitbekommen. Gestern das Amt des Chief of Police angetreten. Mein Name ist Roger Harris. Ich bin hier, weil es nicht so gut läuft. Jawohl. Das muss ich Ihnen ganz offen sagen. Sonst hätte mich Commissioner Denton nicht eingestellt oder herbeigewünscht. Gerufen, beschwört. Nennen Sie es, wie Sie es wollen.
Ich spreche mit Ihnen, Roosevelt, erstmal in meine Erfahrung zu bringen, wie es bei Ihnen aussieht. Sie sind welcher Rang, Roosevelt? Ich bin Corporal. Das heißt PO3 ungefähr. 4. Corporal ist 4? Na gut. Ja. Ich nehme es jetzt mal dazu. Sie sind Corporal. Seit wann sind Sie im Dienst? Seit 4,5 Monaten. Mhm. Um und bei. 4,5 Monaten, also schon eine Weile. Jawohl. Das heißt seit Dezember. Sind Sie schon immer im SD gewesen? Tatsächlich ja. Warum arbeiten Sie im Sheriff's Department? Ich mag das County, tatsächlich. Mhm. Ja. Sie sagen, Sie sind engagierter im Norden als in der Stadt? Das ist schwierig ausgedrückt. Also engagiert bin ich genauso in der Stadt. Mhm. Ja, aber wenn ich es bevorzugen darf, eher im County. Mhm. Verstehe. Woran liegt das? Die Weitläufigkeit, die Mentalität ist eine andere. Mhm. Ja. Sie können mit Menschen in Palito teilweise einfacher sprechen und der Umgang ist ein anderer wie in der Stadt. In der Stadt ist er wesentlich rauer. Das ist interessant. Finde ich zumindest. Also das ist meine Auffassung. Auch wenn man mal guckt bei den ganzen Verarbeitern, die Kopfschmerzen. Kein Problem, gute Besserung. Tja, der sagt, das ist nicht so rau hier. Der sagt es halt andersrum. Das ist ja interessant. Harris? Mr. Harris, Wucker der SC 55. Mr. Harris, ich habe noch eine Kollegin, Mr. 66. Trauen Sie sich nicht, dich anzurufen. Seien Sie noch da oder... Ich bin hier, natürlich. Schicken Sie ihn runter. Ja, er kriegt gerade noch eine Pflaster auf seinen Stirn. Irgendwie waren eine Ellenbogen in den Weg und dann, wir kommen vorbei zu die PD-Wigwam. Natürlich. Das ist nur noch ein Officer vom Sheriff's Department? Aktuell, ja, den anderen seien wohl alle 1042 oder PP oder keine Ahnung. Ich habe Sheriff Roosevelt hier noch stehen und Crow Mr. auch. Roosevelt, ah ja, okay. Mr. Crow auch, okay. Wie heißt der Beamte, den Sie runterspringen? SC66, ich habe gerade vergessen seinen Namen. Ich könnte ihm sein froh, dass mir können Merken zahlen. Alles klar. Gut, zumindest sind Sie offen. Ich vergesse aber auch manchmal Sachen. Bringen Sie ihn runter, bitte. Ja, bis gleich, Mister. Bis gleich. Tja. Roosevelt. So. Kurz erholt? Jawohl. Fantastisch. Sie haben gesagt, Sie sind lieber im Norden unterwegs, weil der Ton da nicht so rau ist. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, der Umgang ist ein anderer, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall mit den Leuten an den Verarbeitern zum Beispiel. Ja? Die sind immer sehr glücklich, wenn wir vorbeischauen. Und den Eindruck, dass es hier in der Stadt ist, das ein bisschen unfreundlicher. Ich würde sagen, es ist situationbedingt. Nette Menschen gibt es mit Sicherheit auch hier. Wenn ich Sie fragen würde, was es für Probleme im Sheriff's Department oder im Polizeidepartement allgemein gibt, was würden Sie sagen? Sprechen Sie offen. Offen sprechen. Gerne. Also im Sheriff's Department, meiner Meinung nach, kriege ich nicht viele Probleme mit. Also nichts, was mich jetzt betrifft, wo ich sage, das stört mich. Im PD aber genauso wenig. Also für mich gesprochen. Das heißt, Sie haben jetzt nichts, wo Sie sagen würden, dass Ihnen irgendwas im Ablauf stört oder. Es gab mal irgendwie so einen bescheuerten Ablauf, dass die PD-Streifen nicht im Norden dürfen und die vom Norden dürfen nicht in die Stadt. Ab einer gewissen Uhrzeit rufe ich zum Beispiel bei der Leitstelle an und gucke, dass ich mit unterstützen kann. Ganz normal. Dann fahren wir halt eine globale Streife, nennen wir das. Natürlich. Macht ja auch Sinn. Wenn ich Sie fragen würde, Sie hätten einen Verbesserungswunsch frei oder Sie würden sich wünschen, dass sich was verbessert, was wäre das? Eigentlich habe ich nichts groß, was mich stört, Chief. Ich kann meine Arbeit machen und das ist das, was für mich zählt.
Roosevelt, ich habe noch eine spezielle Frage. Ja. Sie fahren ja eher, sind ja lieber im County unterwegs. Richtig. Und würden Sie den Bereich County bevorzugen, selbst wenn Sie ihn aus dem Polizeidepartement Los Santos anfahren müssten? Sie meinen jetzt, wenn man die Standorte Palito Bay und Sandy Shore schließen würde? Ich frage ein hypothetisches Szenario, ob Sie immer noch sagen würden, ich wäre lieber im County unterwegs, wenn Sie die Anfahrt von hier unten machen würden. Also ich wäre tatsächlich trotzdem gerne weiter im County unterwegs, jawohl. Okay, fantastisch. Nee, das liegt ja in Ihrem eigenen MS. Das ist ja kein Problem. Ich habe leider ein dringendes Thema. Ich muss unterbrechen. Kleinen Moment bitte. Ja. Kleinen Moment. Roosevelt, Sie sehen, da draußen ist die Hölle los. Alles gut. Was ich noch anmerken wollte, ich für mich persönlich zum Beispiel, ich mag die Standorte oben sehr gerne. Mhm. Ja, es geht ja nur um Ihre Meinung dazu. Naja, man fühlt, also ich persönlich fühle mich da heimisch. Fantastisch. Aber trotzdem danke für das Gespräch, Chief. Kein Problem. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kommen Sie vorbei. Es tut mir leid, dass ich Sie jetzt hier alles mehr gut, oder kein weniger. Problem. Gut, dann gucken wir mal, was da los ist. Ich wüsste, was ich da mitbekommen habe. Alles, so, was kann ich für Sie tun? Chief, draußen steht der Herr Kreuzer und der Herr Unger, die haben eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Dienstaufsichtsbeschwerde. Kreuzer und Unger. Der Name richtig. Sagt mir nichts. Ich kann die Funktion jetzt auch nicht so ganz einschätzen von denen. Kreuzer ist der Leiter vom, vom Rohstoffhandel. Und Unger ist ehemaliger Anwalt, der vor, lass mich lügen, ich glaube eine Woche die Anwaltslizenz dauerhaft entzogen bekommen hat. Okay. Ja, und die waren eben auch not amused, weil ein Kollege dachte, sie sind nicht da und er hat gesagt, sie sind nicht im Haus. Und dann habe ich gesagt, sie sind im Haus, weil ich es nicht mitbekommen habe. Und ja, das fanden die auch schon uncool. Gut, gut. Hm, verstehe. Dienstaufsichtsbeschwerde. Also mit anderen Worten, die werden sich wahrscheinlich über irgendeinen Officer sein Verhalten wieder beschweren wollen. Kein Problem, kein Problem. Gut, folgendes. Ich komme mal mit nach vorne. Wir werden die jetzt beschwichtigen. Dann werde ich mir das anhören. Grundsätzlich für Sie, ich habe Sie, Sie haben noch nie mich im Rahmen meiner Dienstaufsichtsbeschwerde oder meinen Maßnahmen kennengelernt, deswegen können Sie das nicht so gut einschätzen. Machen Sie sich bitte keine Sorgen, wenn irgendjemand kommt und Ihnen ans Bein pissen will. Ich bin da kein Freund von und ich stehe auch zu dem Department. Also grundsätzlich. Nur damit Sie es mal gehört haben. Also folgendes. Sie bringen mich jetzt nach vorne. Ich spreche kurz mit den Herren. Dann habe ich noch ein Vorstellungsgespräch und dann höre ich mir an, was Sie zu sagen haben. Alles klar. Fantastisch. Ich komme mit. Geht's. Aber das ist soweit alles gut. Also... Ich hatte Ihnen auch eine SMS geschrieben, das sage ich Ihnen noch ganz kurz. Mhm. Da hatte jemand angerufen, anonym, und wollte persönliche Informationen über Sie. Wollte ich Ihnen persönlich mitteilen. Habe ich natürlich nicht rausgegeben. Und die hatten irgendwas gesagt, die wollen Sie bei Wienet oder sonst was, aber das weiß ich nicht, ob das so wirklich... Ich habe keinen Wienet-Account. Ja, ob das so wirklich legitim war. Ja, das war einfach ein sehr dubioser Anruf. Kein Problem, danke für die Info. Oh. Graham! Bitte. Vorne Dienstaufsichtsbeschwerde, irgendwas. Ja, ich weiß, ich muss aber ganz dringend auf Toilette. Kein Problem, machen Sie das, ich kümmere mich drum. Hier direkt hinter mir ist er schon. Hallöchen. Schönen guten Abend. Oh, durchs Gesicht, grüße Sie. Grüße Sie. Herr Kreuzer, mein Name. Unger, Herr Kreuzer. Ich kümmere mich gleich um Sie. Folgendes, ich habe gerade noch ein Bewerbungsgespräch, zumindest dachte ich das, und dann kümmere ich mich gleich um Sie. Ja? Sie können mir das erzählen, ganz in Ruhe, ziehen Sie sich einen Kaffee. Ich habe gehört, Sie sind ein bisschen aufgebracht, vielleicht ziehen Sie sich auch einen Eistee. Ich bin gleich für Sie da, es ist viel los, viel Information. Ich habe gestern den Dienst angetreten, Sie können da vielleicht verstehen, ja? Verstehe ich, vollkommen. Fantastisch, dann bin ich gleich für Sie da. Ja, danke. Cooper! Six. Ja? Bewerber. Wer? Wo? Hinter mir, Sir. Ma'am. Guten Abend, Sir. Name bitte. Mitchell. Mitchell. Sie wollen sich beim Polizeidepartement bewerben? Das ist richtig. Alles klar, ich habe 4 Minuten und 45 Sekunden. Kommen Sie bitte mit. Jawohl. Sie haben aber jetzt hier gerade nicht eine Zigarre. Sie rauchen? Rauchen Sie? Natürlich rauche ich, Sir. Noch. Aber ich bin dabei, es mir abzugewöhnen. Kommen Sie. Folgen Sie mir bitte. Jeans, passt da besser dazu.
So, 4 Minuten und 15 Sekunden. Nochmal, voller Name? Lea Mitchell. Lea mit ihr am Ende. Was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade meinen Job, den ich bisher durchgeführt habe, gekündigt, aufgegeben und suche jetzt dringend eine neue Stelle. Als? Und nun ja, ich war Führungskraft und ich würde es sehr begrüßen, wenn ich hier ebenfalls wieder eine Möglichkeit bekommen würde. Als was? Führungskraft? Hausmeister? Zimmermädchen? Nein, im Sicherheitssektor. Sicherheitssektor? Wir sind beim Polizeidepartment. Werden Sie doch konkret. Wollen Sie sich bei der Polizei bewerben? Ich will mich bei der Polizei bewerben, richtig. Dann sagen Sie doch das einfach gerade raus. Naja, Sie haben gefragt, was ich gemacht habe. Als was ich Führungskraft war, das habe ich Ihnen gesagt. Sie haben gesagt, Sie waren Führungskraft, aber ich weiß nicht wo. Bei der Firma Schwarzwasser, Sir. Privatunternehmen? Richtig. Und was haben Sie da gemacht? Ich war Abteilungsleiterin im Sicherheitssektor, dafür verantwortlich für die Koordination der Aufträge und der Mitarbeiter. Und zuletzt, beziehungsweise meine letzte Stellung, war stellvertretende Geschäftsleiterin. Stellvertretende Geschäftsleiterin? Sie waren also Sekretärin? Eine bessere Sekretärin, ja, Sir. Hm. Haben Sie schon mal im Polizeidienst in irgendeiner Form gearbeitet oder im Sicherheitssektor davor? Habe ich, ja. Ich habe meine Ausbildung in Seattle abgeschlossen. Als? Detective, Sir. Detective und also? Richtig. Hm. Mitchell war das, ja? Richtig. Hm. Wann können Sie anfangen? Sofort, Sir. Erklären Sie mir mal bitte, warum der Officer, der mich darüber informiert hat, Sie in den höchsten Tönen gelobt hat. Weil das einer meiner ehemaligen Mitarbeiter ist. Aha! Mitchell, schauen Sie mir mal genau zu. Ja, bitte. Wissen Sie, wie ich das Department hier führen will? Nach Qualifikation, nach Talent und nach Fähigkeiten. Wenn Sie glauben, Sie kommen mir auch nur einen Steinwurf weit mit irgendwelchen Vitamin-B-Methoden, dann muss ich Sie enttäuschen. Vitamin B hört an der Türschwelle hier auf. Und dann geht es um Fähigkeiten, Talent und die Möglichkeit, sich als Police Officer zu beweisen. 13 Monate. Ich denke, das ist mir bewusst. Und ich habe nicht vor, Vitamin B zu nutzen. Dann hätten Sie vielleicht Officer Cooper etwas in Zurückhaltung üben müssen. Ich werde ein Auge auf Sie haben. Und da werde ich auch nur das kleinste Gefühl haben, dass Sie sich hier mit irgendwelchen Schlamunkeln, Klamunkeln einen Rang besorgen wollen. Dann fliegen Sie raus. Distanz, Disziplin und Fähigkeiten. Beweisen Sie sich dem Department und mir. Natürlich haben Sie die Chance. Beim Moment. Haben Sie schon gekündigt? Natürlich habe ich gekündigt, Sir. Sonst würde ich nicht hier vor Ihnen stehen. Als Rekrut eingestellt. Alles klar. Kommen Sie bitte mit. Ja. Seien halt nicht kollegial. Paduka, ich bin gleich für Sie Abend. Da. Ah, jo. Okay. Klar. Nein. Dann tut mir das leid. Graham. Ich will Sie nicht hier unterbrechen in privaten Gesprächen. Aber Sie müssen eventuell die Einweisung eines Rekruten vornehmen. Haben Sie da Zeit für? Wir haben in 8 Minuten Termin bei Weasel News. Ach verdammt, der Termin. Gleich kommt noch ein Officer vorbei, der seine Marke abgeben möchte. Was? Na kurz, Ah ja, gut. Fantastisch. Er identifiziert sich mit dem PD in der jetzigen Form so nicht. Okay. Gut. Alles klar, kein Problem. Folgen Sie mir, Mitchell. Sind Sie irgendwo tätowiert? Markierungen? Brandings? Natürlich nicht. Piercings? Gut. Nein. Fantastisch. Das ist die Umkleidekabine. Sie können sich hier vorne umziehen. Schnappen Sie sich bitte Ihre normale Ausbildungskleidung oder Polizeiausrüstung. Das können Sie auswählen, ob es langärmlich sein soll oder kurzärmlich. Und dann werde ich Sie gleich zu einem Officer schicken, der Sie einarbeiten wird. Im Rahmen unseres aktuellen Ausbildungskonzeptes wird es Prüfungen geben, die Ihre Befähigung kontrollieren. Da wird Sie aber der Herr Meier noch instruieren. Verstanden. Fantastisch. Dann ziehen Sie sich um, ich warte vor der Tür. Weg. Keine Ahnung. Graham? Ja? Ich werde das mit Weasel News nicht schaffen. Mhm. Außer ich warte jetzt hier. Sie sehen ja die Officer-Schlange da vorne. Mhm. Ja.
Ich kann das auch alleine machen. Machen Sie es alleine. Aber sagen Sie denen, dass der Grund, warum es noch nicht von mir übernommen wird, die Tatsache ist, weil hier gerade natürlich noch das Einführungsarbeit ist und dass das zukünftig gerne mit von mir mitbegleitet wird. Selbstverständlich. Ich würde Sie nächste Woche mitnehmen, Ihnen die Leute vorstellen und dann können Sie es gerne übernehmen. Fantastisch. Ich danke Ihnen. Kein Problem. Und? Nabit. Oh Gott. Mitchell. Ja. Sehr gut. Deine Tätowierung. Alles klar, alles klar. Gut. Dann, Dann, Chief. Nabend. Werde ich Sie mal zur Leitstelle bringen. Kleinen Moment. Kommen Sie mit. Nee, kommen Sie einfach mit. Warum? Officer! Cooper! Ja. Sind Sie als Leitstelle hier vorne tätig? Nein, Sir. Wo ist die Leitstelle? Das ist eine gute Frage. Cooper, schnappen Sie sich bitte Mitchell. Die soll sich von der Leitstelle einteilen lassen und auch einer Streife zuweisen lassen. Besten Fall Doppelstreife plus eins. Das haben wir tatsächlich, ja. Der ist nur gerade aufs Klo, mein Kollege. Alles klar. Ich gebe Sie die in die Hände. Cooper. Alles klar. Schauen Sie mir mal in meine kristallklaren Augen. Ich weiß, dass Sie vorher zusammen gearbeitet haben, aber sollte ich auch nur den kleinsten Verdacht bekommen, dass hier irgendwie Vitamin B im Spiel ist, dann werde ich Ihnen Ihre Löckchen einzeln rausziehen. Ist das klar? Ja, das kann ich ohne Probleme, das kann ich erwidern, ja. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass die Dame ihren Job gut macht. Alles klar, gut. Dann übernehmen Sie es bitte. Waffen sind noch nicht ausgeteilt. Ich übergebe Sie. Dankeschön. Danke. Frage, Kuba.